von wem ist dies Ballistopapier? Welche Sau war das? In Polen Ballisto heißt Twix. Laber kein Scheiß, Jaro. Das war Ryder. Ryder in Polen heißt Bounty. Bounty ist mit Nüsse. Das finde ich gut. Quatsch. Bounty ist mit Kokosraspel. Kokosraspel in Polen heißt Schokolade. Echt, Jaro? Bei uns ist Schokolade dies braune Zeug, was ums Hanuta rum ist. Das ist Duplo. Bei Hanuta ist außen die Waffel, innen die Schokolade. Bei Duplo ist es umgekehrt. Außen Schokolade, innen Waffel. Früher Polen und Sowjetunion waren Waffelbrüder in Warschauer Pakt. Ich mag die mit Kirschen und Sahne am liebsten. Und du, Kalle? Ich hasse Waffeln. Nochmal, von wem stammt dieses klebrige Ballistopapier auf meinem Sitz? Ist Ballisto nicht in Folie? Gar nicht in Papier? Das ist Beefy. In Polen, Beefy ist eine kleine Mini-Salami. Ja, auch, du Idiot. Ist mir zu süß. Beefy schmeckt nach Salz wie Hulle. Was denn daran süß, hä? Snickers, sehr gut. Das ist doch der letzte Salz. Alles voller Erbsen. Das sind Erdnüsse, blöde Kuh. Genau wie in Napoln, blöde Kuh. Selber blöde Kuh. In Napoln nämlich ist Puffreis und keine Erbsen. Puffreis? In Polen heißt Popcorn. Bloß weil ein Puff gepoppt wird, wa? Du spinnst doch. Ach, ihr habt doch alle keine Ahnung. Popcorn gibt's gar nicht im Puff. Da gibt's immer Apfelkorn. Hä? Oh, Mist.